Und alle Verantwortlichen davon aufzulösen, abzuschaffen. Ja, heute findet hier im Maritimen Hotel eine vom Bundesinnenministerium veranstaltete Tagung zu den Rechten der Geheimdienste statt. Die Rechte der Geheimdienste sind seit jetzt 5 Jahren, seit der Selbstenttarnung des NSU, sind hier immer weiter ausgebaut worden. Es gibt mehr Kompetenzen, mehr Rechte, mehr Befugnisse für die Geheimdienste, wobei die Konsequenzen aus dem Versagen bzw. aus der Unterstützung des Verfassungsschutzes für Nazi-Strukturen, für Nazi-Terror, hätten die Konsequenzen sein müssen, diese Rechte endlich mal einzuschränken und konsequenterweise sich von dem ganzen Geheimdienstsystem zu verabschieden. Es wurde aktiv blockiert, es wurde aktiv vertuscht, Leute wurden eingeschüchtert, dass sie nicht weiter darüber reden, dass Nazis verantwortlich sind für diese Morde. Vor 5 Jahren haben wir eine Demo organisiert gegen Verfassungsschutz und Regierung, aber auch gegen die Ermittlungsart und Weise, wie sie mit den Familien der Opfer umgegangen sind. Und daraus ist ein Bündnis gegen Rassismus entstanden. Wir haben einen Blinkschutz, da wir letztes Jahr keine Demo organisiert haben. Und jetzt 5 Jahre ist, wollten wir eine ganze Woche organisieren. Nazis, Morden, der Staat schaut zu, Verfassungsschutz und NSU. Nazis, Morden, der Staat schaut zu, Verfassungsschutz und NSU.